mein Bauchgefühl sagt mir, dass das hier jetzt ein Vorbote wird. Der Vorbote in der deutschsprachigen Community. Lieber Mabix, call me! Vielleicht fahren wir auch mal zusammen irgendwann. Das haben wir noch nie geschafft. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier rauskommt. Kann es so weitergehen? Ich habe nämlich eben gerade, als ich auf der Toilette gewesen bin, gesehen, dass Mabix gesagt hat, dass das wichtig ist bei Instagram. Ah, Leute, das wird wieder mal einer dieser Videos, wo wir reden müssen, beziehungsweise ich muss mit euch reden. Also jetzt mal wirklich, ne, Mabix ist ein richtig, richtig Sneakerboy geworden. Also der war schon immer Schnieke, ne? Aber der gibt so viel Acht auf sich. Da bin ich positiv neidisch drauf. Wirklich. Sag ich, wie es ist. Gucken wir weiter. Ganz ernstes Wörtchen müssen wir reden miteinander. Und ich verspreche euch, heute wird für den einen oder anderen wieder eine kleine Welt zusammenbrechen. Oh no. Habt ihr da Bock drauf? Natürlich habt ihr da keinen Bock drauf. Aber wir müssen trotzdem reden, Leute, weil es gibt wichtige Themen, die wir besprechen müssen. Und bleibt bitte bis zum Ende dran, lehnt euch zurück, denn es gibt wirklich super, super wichtige Themen, ja, die mir auf dem Herzen liegen. Ich weiß, wie das ist. Dann wird im Nachhinein noch 3000 Mal nachgefragt. Ja, was ist denn los? Warum ist denn das jetzt so und so? Deswegen, Leute, okay, ohne das zu wissen, es wird nicht mehr ACC gefahren. Ohne überhaupt die letzten 11 Minuten zu gucken. Es wird kein ACC mehr gefahren. Okay, wir gehen rein. Fang einfach mal an. Ja, worum geht's überhaupt heute hier? Ich möchte euch einfach mal ein bisschen einen Überblick geben, in welche Richtung soll es hier mit diesem Kanal in Zukunft gehen. Hm. Was erwartet euch an Rennsimulation? Beziehungsweise man legt sich ja immer irgendwo gewissermaßen fest. Was will man den Leuten langfristig zeigen? Wo will man so ein bisschen reinschwitzen? In welcher Rennsimulation? War es das jetzt komplett mit ACC oder nicht? Greife ich nochmal komplett im E-Sports an oder nicht? All diese Themen, da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Ich habe in der nahen Vergangenheit schon mitbekommen, ich bin momentan nicht wirklich glücklich in ACC. Auslöser dafür ist eine schlechte Autowahl gewesen und dadurch ist der ganze Teufelskreis erstmal so in Schwung gekommen, sage ich mal. Denn, ja, mir liegt der Ford Mustang einfach überhaupt gar nicht. Er macht mir keinen Spaß vom Fahren her. Und es frustriert mich. Also ich habe auch keine Motivation dafür oder mit diesem Auto irgendwie zu trainieren. Es ist irgendwie eine ganz komische Gesamtkonstellation. Plus dann kommen noch natürlich so Themen dazu. Ja, das ACC jetzt gerade für mich, und ich werde euch auch gleich erzählen, warum, wieso, weshalb, ja, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, also für mich persönlich ist, von der Motivation her. Denn ich habe ja vor 2 Jahren schon mal so ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, ich will ACC erstmal ein bisschen beiseite legen. Ich gehe mal mehr in iRacing rein. Das macht mir gerade Spaß. Da kann ich euch neue Dinge zeigen. Und damals war es aber eine andere Ausgangsposition als heute, denn da. Also jetzt mal der Vergleich. Mabix ist echt ein Sneakerboy geworden. Und also jetzt mal ohne. Sneaky. 12 von 10 hübsch. 12 von 10 auf der Hübschskala. Damals vor 2 Jahren war beispielsweise LFM noch gar nicht da, wo es jetzt gerade ist. Also das heißt, da war das noch alles im Aufbau. Man konnte sich auf große Turniere freuen, zum ersten Mal irgendwie in ACC so richtig. Auf diese ganzen Ligen wie Pro Series oder ne, auch andere Ligen, die ins Leben gerufen worden sind durch LFM oder durch gewisse Verbände oder Organisationen, sag ich mal. Das sind dann alles so Sachen, da hast du gesagt, okay, da habe ich in Zukunft in ACC wirklich noch viel zu tun. Und aber auch aus Content-Sicht war es damals so, dass ACC noch lange nicht am Ende war. Es kam ja dann noch irgendwann das 1.9er-Update, dann kamen noch verschiedene neue Autos, verschiedene Strecken. Die Nordschleife kam dann auch noch irgendwann und du hast gesagt, okay, das sind alles noch so Dinge, die willst du auf jeden Fall erleben in ACC, weil ACC wirklich insgesamt gesehen in meiner gesamten Sim-Racing-Laufbahn meine Lieblingsrennsimulation ist und war. Und das war damals so. Heute sind wir an einem Punkt, wo ACC, sagen wir mal, zu 99,9% fertig entwickelt ist. Das heißt, es werden, ich weiß nicht, ob es nochmal Strecken und neue Autos geben wird, aber ansonsten gibt es nur noch kleine Anpassungen, irgendwelche Hotfixes oder kleinen Updates. Der Fokus liegt jetzt gerade dabei, Kunos, natürlich auch auf AC Evo. Also so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Sorry, ich bin jetzt mal kurz wieder die Realität, die reinklatscht. Wir wissen ja nämlich einfach mal gar nichts. Also was die gerade machen, weiß ja keiner. Das weiß ja nur wirklich wahrlich niemand, was sie machen. Außer man kann Italienisch und guckt sich diesen Podcast an. Und ACC ist quasi fertig, wenn du so willst. Wir haben alles gesehen in ACC, das kommt auch dazu. Also wir haben wirklich in den größten Ligen dran teilgenommen. Wir haben mit unserem Team,
Ja, wir haben alles gefahren, was wir fahren wollten. Von SAO, World Cup, Pro Series, VEM. Die wildesten Sachen sind wir da gefahren. Und das ist auch sehr, sehr gut so gewesen und sehr, sehr geil so gewesen. Und was kommt aber jetzt als nächstes, ist die Frage. Klar, es werden nochmal vielleicht neue Ligen kommen, und die wir vielleicht so noch nicht mal gefahren sind oder irgendwelche Events. Aber im Großen und Ganzen haben wir, grob gesagt, alles gesehen in ACC. Und genau das habe ich auch wirklich häufiger mal in den Kommentaren gelesen. Ja, ACC wiederholt sich jetzt andauernd und es ist immer das Gleiche, immer GT3, immer die gleichen Strecken. Und ich sage euch, ja, vom Content her ist es in ACC immer ein Problem gewesen, dass sich alles relativ schnell wiederholt hat. Und ich habe auch immer gesagt, ein einzelnes Rennen schreibt immer seine eigene Geschichte. Das heißt, was? Wer ist denn das? Oh, Nihid BMW. Ich meine, es ist Rennfahren. Rennfahren ist immer im Kreisfahren. Also da kann man ja jetzt nicht großartig, ne, was erwarten, dass jetzt auf einmal die Welt neu erfunden wird. Das heißt, jedes Rennen ist individuell und ja, du bist die Strecke schon tausendmal gefahren und das Auto, aber es kann immer wieder aufs Neue irgendwie geil sein und seine eigene Geschichte schreiben. Aber ab einem gewissen Punkt ist es natürlich auch so, dass das mit dir irgendwann was macht als Fahrer, wenn du, mittlerweile habe ich 5600 Stunden in ACC, dass du irgendwann sagst, da fehlt so diese brennende Leidenschaft gerade. Du setzt dich hin, du hast wirklich Bock auch mal zu trainieren, du hast wirklich Bock auch mal irgendwie neuen Content aufzunehmen, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. In ACC habe ich euch contenttechnisch schon sehr, sehr viel gezeigt. Natürlich, man kann immer im Detail immer noch hier und da Kleinigkeiten erklären oder zeigen, aber vom Grundding her habe ich euch sehr, sehr, sehr viel gezeigt in ACC. Deswegen bin ich auch der Meinung, als Content Creator immer nur eine einzige Sache machen. Also ich spreche mal von mir. Ich persönlich würde das absolut maximal schädlich finden, immer dasselbe zu machen. Also selbst wenn ich mein ganzes Leben lang nur noch Haferflocken mit, also zum Frühstück Haferflocken essen dürfte, mit Milch und so ein, ne, so ein bisschen gekocht das Ganze. Selbst dann wird mir das, und ich habe das 3 Jahre lang jeden Morgen zum Frühstück gegessen, also über 900 Tage, irgendwann kommt dir das aus den Ohren raus. Das kommt dir einfach, irgendwann kommt dir das aus den Ohren raus, und wenn du es dann machen musst, dann schmeckt es einfach irgendwann nicht mehr. Und als Content Creator, und ich rede mal nicht von E-Sports-Fahrern, ne? Also bei E-Sports-Fahrern geht es da ja auch um finanzielle Dinge, die, ne, von deinem Sieg oder von dem Gewinn abhängen, also ob du gewinnst. Und als Content Creator, also Menschen unterhalten, musst du ja im Grunde genommen immer Spaß haben an dem, was du machst. Und jeden Tag dasselbe machen, ist einfach irgendwann nicht geil. Deswegen gibt es ja auch Urlaub, ne? Dass man mal weggeht aus seinem regelmäßigen Ding. Und also mich hat das auch irgendwann übel genervt. Also ich habe heute schon das Jansky-Video gesehen und habe schon gesagt, dass die Stimmung in den Jansky-Videos im Vergleich zu vor einem halben oder vor einem Dreiviertel oder einem Jahr super zugespitzt geworden ist. Also ich habe mich selber da drin gesehen, wo ich an einem Punkt war, wo mich das einfach nur noch angekotzt hat. Also wo ich wirklich gesagt habe, nee, jetzt ist Schluss. So, jetzt gehe ich hier einfach raus, das ist nichts mehr, ich mache jetzt was anderes. Und ich habe das Gefühl, das geht bei vielen, vielen, vielen Leuten so. Oder es geht vielen Leuten so. In anderen Rennsimulationen beispielsweise nicht. Und ich als Content Creator, ich liebe es, geilen, spannenden Content zu machen, hilfreichen Content zu machen. Und den möchte ich euch natürlich in Zukunft auch noch weiterhin bringen. Und deswegen, ihr merkt schon, in welche Richtung das so langsam läuft, deswegen will ich mich mal wieder, oder eigentlich, wenn es so will, endgültig ein bisschen, das heißt nicht, ich werde ACC nie wieder fahren, ich werde ACC weiterhin fahren, aber ich will mich so ein bisschen davon distanzieren, dass es zu viel einseitig ACC ist, sondern ich will euch so ein, ihr merkt das jetzt gerade auch schon an den Streamplänen, dann kommt jetzt mal iRacing, dann kam auch mal wieder LMU. Ich will mich ja mehr auf dieses Gesamtpackage auch konzentrieren, dass ich euch einfach mehr Content zeigen kann. Bevor die Frage jetzt hier eventuell in den YouTube-Kommentaren kommt, ich nicht. Also für mich ist dieses Kapitel abgeschlossen. Da ist ein Kreuz drauf. Also wir haben jetzt noch ein 24-Stunden-Rennen, was ich persönlich fahren möchte. Also wo ich auch Lust drauf habe mit Team Heat, also mit Aerotobi, weil ich mit dem noch nie in ein Rennen gefahren bin. Einer meiner Moderatoren. Also Kunos hat es tatsächlich hingekriegt, mich als Content-Creator darauf einfach, also ich habe persönlich auch keine Ambitionen mehr. Wenn Content kommt, also neuer Content, probiere ich den natürlich aus, logischerweise, um mir davon einen Blick zu, oder mir
ein Bild davon zu machen, um euch darüber zu informieren. Aber ansonsten war es das. Also ich sehe mich da auch einfach nicht mehr. Beispielsweise in iRacing, IMSA, Multiclass. Vielleicht auch mal Nesca. Vielleicht haben wir hier gerade unseren Protégé für Nesca? Also, lieber Mabix, da wir ja schon zusammen einen Podcast aufgenommen haben und du ja, wir da unsere Telefonnummern ausgetauscht haben. Also, falls du Interesse haben solltest an wie Nesca funktioniert, call me! Blätten hat sich auch schon gemeldet. Vielleicht kriegen wir ja so ein richtig schönes Ding hin. Das wäre cool. Ich würde mich da sehr freuen. Ha! Vielleicht auch mal irgendwelche anderen wilden Sachen. Ne, das sind ja alles so Sachen, die kannst du in ACC nicht machen. Aber man kann sie vielleicht auch mal in einem Automobilista 2 euch zeigen, wenn das Ganze bei LFM integriert ist. Oh ja. Da können wir die IMSA-Serie auch fahren. Irgendwie in VR mal in Automobilista 2, weil Automobilista 2 und VR soll wirklich sehr, sehr geil sein. Vielleicht kann ich euch da mal was zeigen. Also ich bin jetzt Content Creator und muss das, also irgendwo liegt schon eine Brille. Irgendwo liegt eine Brille für ein Placement. Irgendwo liegt schon eine Brille mit einem Placement. Da wird gerade was angeleiert. Da wird, denke ich, was angeleiert. Ich rate gerade nur, okay? Also ich möchte extra nur sagen, ich rate hier gerade nur. Aber da liegt definitiv, also ich würde fast meinen Arsch drauf verwetten, da liegt schon irgendwo eine Brille für ein Placement oder irgendwie sowas. Was ich Mavix definitiv gönnen würde und das hier bitte nicht falsch zu verstehen ist, ne? Aber das würde ich persönlich auch machen, das schon so anteasern und den Leuten das so ein bisschen mitgeben, so unterschwellig. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Vielleicht kann ich euch aber auch mal in BeamNG oder in irgendwelchen anderen Racing-Titeln oder in LMU zukünftig, wenn da irgendwelche Ligen kommen, wenn das Ganze mal fertig entwickelt ist, was zeigen. Wisst ihr, das große Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich, und da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ihr verbindet ja mit mir immer auch gewissermaßen diesen E-Sports-Bereich, dass man reinschwitzen will, man will angreifen und es macht ja auch Spaß, E-Sports und Content-Creator zu verbinden, ist eine sehr, sehr schwierige Sache, weil wenn ich mich auf E-Sports konzentriere und euch das Bestmögliche an Leistung bringen möchte in den einzelnen Rennen, dann leidet am Ende des Tages der Content darunter, weil ich mich halt auf die eine Sache konzentrieren muss, Zeit investieren muss und dann kann ich die ganzen anderen Sachen nicht ausprobieren, die ich euch potenziell zeigen könnte. IMSA, iRacing, Automobilista 2 in Zukunft bei LFM und alles mal kreuz und quer zu machen. Das ist genau dieser Zwiespalt, in dem ich gerade bin, auch mental. Wie mache ich das Ganze? Wie stelle ich mich da am besten auf? Und da habe ich mir dann auch mal überlegt, okay, gehen wir jetzt vielleicht sogar in iRacing vielleicht hauptsächlich rein, weil in iRacing hast du insgesamt gesehen die größte Plattform, die das größte Potenzial auch hat für die Zukunft, muss man sagen. Also jetzt rein von dem, was sie an finanziellen Mitteln haben, wie lange sie schon dabei sind, wo sie hinwollen, auch mit der neuen Engine. Und ihr seht ja, wie viele Strecken, Autos und alles, Möglichkeiten, verschiedene Rennklassen, was es da alles gibt in iRacing. Ich wünsche dir so sehr, Mavix, dass deine Kommentare größtenteils, wie soll ich sagen, unterstützend sind. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Weil dieser Schritt, der war definitiv, also kann ich mir vorstellen, nicht leicht. Das hat sehr viel Überwindung gekostet, würde ich jetzt mal vermuten. Das hoffe ich wirklich, also ich hoffe das wirklich für dich, dass das unterstützend ist. Weil ich persönlich, also als Nils jetzt, ne, und weg von Dizzy, ich freue mich da voll drauf, dich woanders zu sehen. Wirklich, ich freue mich da total drauf, weil du ein fantastischer Typ bist, so richtig gut Auto fahren kannst, also virtuell Auto fahren kannst und ich das richtig abfeiere, dich auch woanders zu sehen. Sage ich dir, wie es ist. Also von mir, nicht als Dizzy Content Creator, sondern als Nils Zuschauer, absolut volle Unterstützung. Was du fährst, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, du ärgerst dich nicht mehr über die Sim, über das Hobby, wo wir Spaß dran haben, weil du als auch und jetzt als Content Creator, du und ich, wir haben da so eine Mission und die können wir eigentlich nur mit Spaß und Freude am Hobby weiterbringen. Und das finde ich cool, ey. Ich feiere das. Ich rede hart. iRacing, das hat das größte Potenzial, muss man ganz klar sagen. Auch wenn man iRacing nicht mögen muss, aber ich sage nur vom Grundding her, in die Zukunft geblickt, wird iRacing wahrscheinlich das sein, auch mit der Plattform,
aus Competitive-Sicht und was auch immer, E-Sports-mäßig, da wird iRacing das sein, was sehr, sehr weit oben ist. So, und in allen anderen Bereichen, ACE wurde jetzt mal ausgeschlossen, da wissen wir nicht, was kommen wird, aber in allen anderen Bereichen bist du immer so ein bisschen limitiert. Das eine macht GT3 sehr, sehr geil, das andere, da kannst du die WEC geil fahren und ne, das sind alles so verschiedene Sachen, so kleine Bereiche, aber iRacing ist so das große Ding, wo du alles eigentlich so mehr oder weniger machen kannst. So, und ich habe mich jetzt in der jüngeren Vergangenheit dabei natürlich auch erwischt, dass mir iRacing wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wir sind mal in ein Le Mans-Rennen reingesprungen, was komplett im Regen, also im strömenden Regen stattgefunden hat, was unfassbar schwer war vom Fahren her für mich als iRacing-Anfänger. Natürlich bin ich... Schön 5K iRating und Anfänger, ja moin. ...schon mal gefahren, aber wenn du dann nach wie vielen Jahren mal... Okay, dann was bin ich dann? Kack-Noob? Was kommt denn unter Noob? Was kommt unter Kack-Noob? Bin ich dann einfach Dreck unterm Fingernagel wahrscheinlich, oder? Wieder reinspringst, ist es natürlich auch gerade mit dem Regen sehr, sehr schwierig und es hat trotzdem so viel Spaß gemacht, irgendwie so, ja, es hat sich so neu angefühlt und so viel Spaß gemacht und das hat wieder was mir ausgelöst, wo ich gesagt habe, das will ich euch zeigen, diese brennende Leidenschaft auch wieder zu übermitteln, so wie es auch... Skill-Issue! Damit kann ich leben. Ey, ist okay. Es ist Skill-Issue. Lange Zeit in ACC war. Und ich glaube, der eine oder andere hat auch, glaube ich, gefühlt, dass die in ACC momentan nicht so da ist. Und ich weiß auch nicht, ob sie in ACC wiederkommen kann. Dadurch, dass diese Situation jetzt so ist in ACC, wie sie ist, dass nicht mehr viel Neues kommen wird, dass wir schon sehr, sehr viel oder fast alles gesehen haben. Wie verbleiben wir jetzt bei dieser ganzen Geschichte? Punkt Nummer 1, ACC wird für mich nach und nach jetzt über die nächsten Monate immer weiter, wie weit, das kann ich noch nicht sagen, aber immer weiter in den Hintergrund rücken und wir werden dann alternativ auch mal in anderen Rennsimulationen andere Serien fahren, andere Ligen fahren. Mal schauen, was da noch alles kommen wird in Automobilista 2, aber auch in iRacing zum Beispiel, wenn es da Möglichkeiten gibt, damit ich euch da Abwechslung bieten kann. Ich sehe die Sonntag-Endus wieder zurückkommen mit anderen Menschen. Yeah, 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 yeah. Das, was wir früher in LFM sonntags gemacht haben, einfach random irgendwen angeschrieben und mit dem wieder Endo-Rennen fahren. Ich sehe es wieder kommen. Ja! Yeah! Yes! Da sehe ich mich. Da freue ich mich. Das wird schön. Weil ich glaube, das hier ist jetzt aktuell nur der Vorbote. Das hier ist gerade der Vorbote für einen sehr großen, sehr, sehr großen Switch von nicht nur einer Person. Das hier ist der Vorbote in der deutschsprachigen Community. Und das ist nur eine Vermutung. Ist nur eine Vermutung. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das hier jetzt ein Vorbote wird. Und wir werden aber auch weiterhin in ACC noch Dinge fahren. Punkt Nummer 2, legen wir uns dann vielleicht sogar irgendwie auf iRacing fest, weil es die insgesamt größte Plattform ist, wo du die meisten Möglichkeiten hast, auch aus Content-Sicht und natürlich aus Competitive-Sicht. Also das vereint ja so. Entschuldigung, Marius, dass ich unterbreche, aber was war das denn bitte fast für ein Save von dem Ferrari? Können wir das kurz nochmal gucken? Fest, weil es die insgesamt größte Plattform ist, wo du die meisten Möglichkeiten hast, auch aus Content-Sicht und natürlich aus Competitive-Sicht. Also das vereint ja sozusagen diese ganzen Geschichten. Man kann sehr gut Competitive fahren, hat eine Menge Abwechslung, eine sehr gute Plattform, viele Fahrer und so weiter. Geht man dann in iRacing wirklich langfristig rein oder hält man sich alles so ein bisschen offen und macht von allem ein bisschen? Dafür hat man dann den meisten Content, den man produzieren kann. Aber natürlich ist es dann auch so, dass man eSports technisch ja irgendwo im Nirgendwo sein wird und wahrscheinlich nicht auf seinem besten Niveau fahren kann. Was nicht heißt, dass wir scheiße fahren, aber dass wir dann vielleicht nicht mehr in den oberen 0, irgendwas Prozent mitfahren können. Ich hoffe. Hey, ich sehe, es tut mir leid, aber ich sehe schon Mabix, Roto 10K, sehe ich schon. Aber so nebenbei. Weißt du, wie so ein Robin Schwanke. Robin Schwanke so, ja, ich fahre mich jetzt mit Mazda, fahre ich mich bis in A rein und dann ich pimmel mal ein bisschen rum. Und letztens, ich hörte das letzte Gespräch, was ich wirklich mit Robin im Kopf hatte, das wirklich das letzte war, oh geil, heute Abend 3,5K iRating. Letztens kommt er aus Versehen reingehuscht. Ja, ich habe jetzt 7K. Wann ist das passiert? Hallo? Das wird hier, glaube ich, auch so ein Ding. Ich hoffe natürlich, dass ihr mit brennender Leidenschaft auch in Zukunft hier auf diesem Kanal dabei sein werdet. Ja, ich bin dabei. Egal, was für ein Content kommt. Ja. Denn ich versuche immer, das ist mein oberstes Ziel,
Und da lege ich super viel Wert drauf, dass ich euch einfach die Leidenschaft übermitteln kann, dass ich euch geiles Racing bieten kann. Und ich kann euch eine Sache sagen, zum Abschluss oder die abschließenden Worte. Ich kann euch eine Sache sagen, egal in welcher Rennsimulation du unterwegs bist am Ende des Tages, das Racing kann in jeder Rennsimulation unfassbar geil sein. Egal ob iRacing, Automobilista, HCC, ganz egal. Auch wenn die eine Rennsimulation vielleicht eine etwas bessere Grafik hatte, die andere nicht. Ist ganz egal, wenn ich euch die Leidenschaft übermitteln kann und das Racing geil ist, dann wird es euch auch in irgendeiner Form mitziehen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Das will ich beibehalten. Deswegen gehen wir weiter Vollgas, Leute. Euer Mabix. Haut rein. Ciao, ciao. Das ist ein Satz, den habe ich bei Mabix, von Mabix im Podcast gehört. Und den habe ich für mich übernommen. Und ich tue mich gerade selber noch ein bisschen schwer dabei. Aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn ich fahre, geht mir das manchmal flöten, weil ich so ein bisschen sehr hart konzentriert bin auf die ganze Geschichte hier. Aber das habe ich von Mabix tatsächlich mitgenommen, dass man euch eigentlich die Leidenschaft an dieser ganzen Racing-Geschichte mitgeben sollte. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Alles, wirklich. Alles auf dieser Welt sollst du haben, erreichen können, Spaß haben. Freue mich drauf. Vielleicht fahren wir auch mal zusammen irgendwann. Das haben wir noch nie geschafft. In all den Jahren nicht. Noch nie.